Gesundheitsversorgung, ja, Gesundheitsversorgung schaffen wir da nicht mehr. Können ja einfach alles so hochballern ohne Ende, aber das, glaube ich, bringt das halt irgendwie auch nichts. Ich meine, Servicequalität ist super, das ist eigentlich alles super, aber irgendwie feiern es Leute trotzdem nicht oder brauchen es nicht, keine Ahnung. Vielleicht leben jetzt einfach auch wirklich mal den komischen Scheißdinger da unten. Ah, diese Kackbaracken, die nerven. So, kommt mal hier weg hier. Ich habe so geile Häuser für euch gebaut. Was hab ich jetzt gemacht? Rum? 165.000 haben wir das Ganze. Okay, nice. Jetzt entstehen einfach direkt neu. Ihr habt doch genug zum Leben. Okay, wird hier gebaut. Okay, jetzt wird schnell gebaut scheinbar. Absteiger. Ja, okay, das ist einfach instant befüllt. 4 von 9, okay. Das ist relativ positiv momentan. Gesundheitsversorgung, ich glaube, ich kann mir das Geld sparen einfach. Oder macht das Ding Plus? Oh, wobei, es macht gar nicht mehr so viel Minus. Ich kann das Geld erstmal behalten, ne? 10 von 10, 10, ach warte mal, 10 von 10. Ah, ja, okay. Vielleicht bauen wir einfach nochmal so ein Ding davon. Also gebaut wird ja irgendwie relativ langsam gefühlt, das ist jetzt irgendwie nicht so toll. Gesundheitsversorgung, ja, ich meine eigentlich, also objektiv betrachtet ist die eigentlich super aktuell. Nur das sieht halt nicht jeder so. Und jetzt brennt es ja auch noch. Machen die jetzt irgendwas? Ja, die machen was dagegen. Okay, das ist super. Die andere da ist wieder okay, glaube ich. Ja, das passt. Baubüro. Alter, das kostet so viel und das bringt halt gar nicht mal so viel. Das kostet auch eine ganze Menge. Nichts auf Lager. Ja, Brände, das ist ja ganz klar. 34, glaube ich, war gerade eben 33. Oh, Entwicklungshilfe, Achsenmächte, okay. Ich verstehe teilweise nicht ganz, wie es funktioniert. Hier habe ich auf normale Priorität, das andere war auf höher. Also auf hoch oder hoch, ja. Ja, Beliebtheit steigt auch ein bisschen, Geld steigt, das ist schon mal super. Ich hoffe jetzt, dass wir dann die ganzen Leute irgendwie unterbringen. Dass die auch einigermaßen happy werden. Soweit sieht es eigentlich ganz gut aus aktuell. Und je mehr Leute das einfach dann leben, desto besser ist es einfach für uns und für die Beliebtheit. Wohnqualität 60 ist schon ganz gut eigentlich. Nice, dann ist die Kirche. Und jetzt kriege ich gleich Geld, oder? Ja, genau. Okay, Ruf oder Geld? Ich glaube, ich nehme mal Geld. Ja, die Gesundheitsversorgung, die steigt schon. Die ist auf einem sehr guten Weg. Gebühreneinkommen, lol. Warte mal. Das macht Geld, das Ding? Okay. Autos Level 2. Okay. Hatte ich hier nicht irgendein Ding? Verordnung, das Ding kann direkt wieder raus. Das kostet so viel einfach, das kann ich mir nicht leisten. Handelsroute, aber noch eine mit einer anderen nicht supermacht. Ja, welche denn? Ich meine, ja, okay, was kaufen, aber ich will halt nichts kaufen, ist halt teuer. Ja, was soll ich halt exportieren? Ich weiß es nicht. Die Kirche hier weiß ich jetzt auch nicht so recht, ob die jetzt wirklich benötigt wird. Alter, zieht doch hier in meine schönen Häuser ein. Die Leute wollen einfach irgendwie leiden, gefühlt. Vor allem problematisch ist das auch, weil die dann halt eben die ganzen Boni nicht kriegen und deswegen unzufrieden sind.
Blaupause für Bank, ui. Handelsroute abgeschlossen, sehr gut. Zufällige Blaupause ist, glaube ich, aktuell das Beste. Für Ford. Perfekt. Was können wir noch exportieren? Kakao, Tabak. Naja, ich will nicht direkt Zigarren exportieren. Baumstämme. Na, machen wir das mal. Gebildet 14, dann haben wir 35. Ja, insgesamt ist, glaube ich, schon ganz gut irgendwie. Kindergeld, Handel anregen, Opernhaus. Nicht so toll irgendwie aktuell. Okay, das Ding ist voll, das ist sehr gut. Macht das jetzt irgendwie plus vielleicht? Einkommen, Besuche, ja. Wir sind auf einem guten Weg. Was macht das hier? Macht das wenigstens, das macht auch keinen plus. Mann, ich brauche Geld. Cash. Macht das Ding plus? Nichts macht hier plus, das ist doch wahr, das ist 57 minus. Keine Arbeiter, warum ist das Ding keine Arbeiter? Gefängnis könnten wir bauen. Boah, nee, kein Bock. 6000 für die Blaupause. Das ist zu teuer einfach. Botanischer Garten. Ja. Einwanderungsbehörde, Bank. Also ich glaube, Bank ist halt einfach so, oder eine Bank ist einfach so das, was man einfach braucht. Und Zollamt ist wirklich auch ziemlich mächtig. Nicht nur im Real Life, auch hier. Kostet mir aber aktuell zu viel. Okay, also damit sollten wir auf alle Fälle dann schon relativ... das für eine Idee? Ja, da muss man mal schauen. Aber ich denke, das ist eine Investition wert. Ach, Minen. Ach, warte mal, und Industriegebäuden. Ja, aber das geht doch eigentlich, oder? Kapitalismus? Ja, nicht geschafft, scheiße. Okay, aber die Quests arbeiten wir zumindest momentan, glaube ich, ganz gut ab. Hier dieses Ding, ich weiß es nicht, ob wir so brauchen. Ne? Wie viel macht denn das? Minus 2000. Ist es nicht die Welt, aber ist es schon auch jetzt nicht nichts. Die Kirche falsch rum gebaut, ich Idiot. okay. 0 von 10, super. Wir könnten ja auch mal anfangen, dass wir das Ganze ein bisschen schöner bauen. So vielleicht. Da ist ja auch schon so ein Ding drin. So, damit sollten die Leute auch ein bisschen happier werden. Hier ist natürlich hässlich ohne Ende. Ja, das Ding steht auch wieder falsch. Nicht gut. Aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, oder? Was meint ihr? Das kleine Städtchen hier schaut doch schon relativ gut aus, oder? Ja, das schaut schon ganz okay aus. Was macht die Bank momentan? Bank? Fast fertig. Kaum geht es so, eine Bank zu bauen, sind alle sofort am Start. Typisch. So, jetzt bringen wir den Kapitalismus nach Tropico. Banca Rota. Jetzt kann man sagen, ich habe es wieder falsch schon mal aufgebaut, aber das ist schon okay so. Nationalbank. Was kann das Ding hier aktuell? Dieses Gebäude bringt jeden Monat für die Staatskasse 2% Zinsen. Bis maximal 1000 Dollar. Das ist übrigens eine ganze Menge. Jeden Monat vor allem. Ich meine, schaut mal hier, wie schnell Monate vergehen. Das vergeht ja wirklich richtig schnell. Schmiergelder wäre auch geil. Private Geschäfte.
Essen braucht man Arbeiter. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, das haut hin. Ja, es brennt die ganze Zeit. Das ist super. Obdachlos. Scheiße. Arm. Das reicht noch immer nicht. Das gibt's ja gar nicht. Mit 1900, Alter, wie viel, dass ich davon einfach mal bräuchte. Das ist schon krank. Kann ich bauen? Achso, kein Geld, lol, fuck. Ich muss sagen, der Platz schaut schon geil aus, ne? Also sowas in seinem Vorgarten zu haben, ist schon geil. Mit mir eine Statue. Entwicklungshilfe, die wird direkt wieder reinvestiert. Dann kopieren wir uns mal noch so ein Ding da. Ist doch super, oder? Ich find's super. Warum ist es da hinten so problematisch eigentlich? Wunkel 43, 44. Okay, macht aber kaum einen Unterschied irgendwie. Das Ding ist fast leer, das ist schon mal ein gutes Indiz. Ja, Geld ist hier problematisch. Okay, Geld ist wieder super. Nicht super, aber zumindest gut. Okay. Da ist die Bank. Ein Mitarbeiter. Effizienz 108%. Lol. Also theoretisch müsste jetzt unser Geld dann ziemlich schnell raufgehen. Einnahmen. Aktuelles Jahr. 29.000. Lol. Export. Zinsen. 14 Dollar bisher. Straßenverbrechen, ernsthaft Verordnungen. Das ist aber nice. Löhne 30.000, Unterhaltskosten, Apartmenthaus. Also 156.000, Ausgaben 69.000. Löhne für die Plantage 4.000. Boah. Oh fuck. Was brennt da? Die Bibliothek, shit. Die zwei Mitarbeiter. Das nächste wird schon gebaut. Das schaut ganz gut aus bisher. Also genug Platz ist eigentlich da. Keine Ahnung, warum das nicht genutzt wird. Theater bauen. Oh. Ich reiß das Teil jetzt aber ab. Und baue es neu. Bauen wir es nach da hinten vielleicht? Ich baue es nach da hinten. Okay, 10.000 für die Schatzjagd. Macht es hier nicht Minus? Das macht sogar Plus. Wenn wir jetzt das Budget dafür erhöhen, was ändert das? Macht es irgendwas Positives? Können sogar nachprüfen. Ausgaben. Unterhaltskosten. Apartmenthaus 3.000. Und 1.600 für Absteige. Achso, und Einnahmen. Mieten? Lol. Ach, lol. Okay. Okay, das ist nice. Oh, fuck. Problem, okay. Wohnungszufriedenheit, ja. Fraktion.
Keine Ahnung, Militaristen. Achsenmächte. Ah, beschuldigen. Keine. Versprechen nichts. Okay. Also die Ablehnung ist aktuell höher als die Zustimmung. Das ist irgendwie ziemlich schlecht. Ich kann relativ wenig machen momentan. Ich muss die blöden Baracken irgendwie abreißen. Ich denke mal, das bringt aktuell am meisten. Alliiert, dann machen wir das nicht sowieso aktuell. Okay, dann haben wir da noch die ganzen, oh, die ganzen Baracken, Mann. Also die müssen auf alle Fälle weg, dann müssen die dann alle hinten anziehen. Dann sollte die Zufriedenheit eigentlich steigen. Und vor allem das Aussehen, also die Schönheit und so steigt dann. Das ist ziemlich wichtig. Okay, steigt durch die Rede. Wir haben fast die Mehrheit. Oha, Geld. Nice. Das funktioniert ganz okay eigentlich aktuell. Ziehen das aber nicht ein. Das ist doch nervig. Okay, wir haben definitiv die Mehrheit. Okay, das glaube ich reicht erstmal für die aktuelle Folge. Und dann geht's weiter bald mit der nächsten Folge.